Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Magdeburg Karriere. Ich muss am Anfang mal sagen, es werden jetzt nicht mehr alle zwei Tage Videos kommen, denn ich arbeite inzwischen wieder. Ich habe keinen Urlaub mehr, deswegen wird sich das so im 3, maximal 4 Tage Rhythmus halten. Bin jetzt nicht mehr alle zwei Tage mit einem neuen Video da. Als nächstes will ich mich auf jeden Fall bedanken, dass diese letzten Videos von mir einfach mal fast alle oder eigentlich alle über 100 Aufrufe haben. Zudem will ich mich für den Abo-Zuwachs bedanken. Ich habe erst letztes Wochenende mein 100-Abo-Stream gehabt und habe jetzt fast die 200 Abos, also macht gerne mal die 200 voll. Es gibt leider keinen Stream, keine Sorge. Beziehungsweise, denkt nicht dran, kein 200-Abo-Stream geben, sorry. Dritte Sache, like gerne das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, schreibt Kommentare, würde mich sehr freuen. Vielen Dank für euren Support auf die letzten Folgen und generell für eure Mitarbeit auf die letzten Folgen, war unfassbar. Und vierte Sache, Intro und danach Kommentar. 10, klasse, FCM, blau-weiß sind deine Siegesfarben. Erstens, der Gegner für heute. Ich werde auf jeden Fall gegen die Bayern spielen und gegen Wolfsburg. Gegen Augsburg und gegen Hoffenheim wird schnell simuliert. Ich hoffe, da kommen zwei gute Ergebnisse raus, Mann, weil ich habe heute sehr schwierige Gegner in den selbstgezockten Partien. Und zweite Sache ist der Ersatzstürmer für Berisha. Ihr habt euch größtenteils für Zirkzee entschieden. Leider ist mir gerade aufgefallen, dass wir ihn nicht kaufen können, weil er erst zu Tottenham gewechselt ist. Also, yay. Dann wurde der Lever-Regent auch ein paar Mal genannt und da der an zweiter Stelle steht, würde ich ihn einfach verpflichten, egal was er zu einer Gesamtstärke hat. Ich hoffe, die liegt jetzt nicht bei, keine Ahnung, 65 oder so. Und dann als letzte Frage habe ich nochmal einen Kommentar mit reingenommen, von wegen, ob ich nicht mal ein bisschen öfter streamen könnte. Wird schwierig, denn wie gesagt, also wenn, dann nur am Wochenende. Also wenn überhaupt. Und da muss ich auch Zeit bzw. auch Lust dazu haben. Deswegen kann ich das erstmal nicht sagen, ob es in näherer Zukunft mehr Streams geben wird. Ich hätte irgendwie schon Lust drauf, aber die Zeit macht mir da so ein bisschen Strich durch die Rechnung. Das war's also mit den Kommentaren. Da können wir jetzt in die Folge reinstarten. Und ich würde sagen, wir spielen erst das... Obwohl, ich will nicht erst das Wolfsburg-Spiel spielen. Ich hoffe, diese Scouting-Abschlussberichte kommen jetzt vielleicht nochmal durch in den paar Tagen. Das wäre der Hammer. Oh mein Gott, ich glaube, ich gehe jetzt auf den Lewandowski-Region. Ich hoffe, der wird kein Griff ins Klo. Bitte nicht. Wir zahlen die Freigabesumme 66 Millionen. Das regt mich so auf mit dem Zirkzee, dass er nicht wechseln kann. Das hätte ich mir auch mal früher angucken können. Er will Perspektivspieler. Nein, er ist schlechter. Und zwar deutlich schlechter als... Na, als Ricky J. Jones. Aber wir holen ihn trotzdem. 32.000. Und das nehmen wir an. Und wir haben unseren neuen Backup. Keine Ahnung. Bitte sei jetzt keine 69er Gesamtstärke. Bitte nicht. Oh, eine 76. Das geht. Ich habe Schlimmeres erwartet. Ich glaube, ich stelle Jones in den Simulationen auf. Und mit Ciawinski mache ich die selbstgezockten Partien. Ich habe gerade 66 Millionen für eine 76er Gesamtstärke bezahlt, Mann. Mal gucken, wie Ciawinski sich jetzt in diesem Spiel spielt. Wenn er sich kacke spielt, muss ich auf jeden Fall noch einen anderen Stürmer holen. Sonst kommen wir da nicht drumherum. Und damit ein herzliches Willkommen hier aus der Volkswagen Arena zum ersten selbstgezockten Spiel, zum ersten Spiel der Folge. Wolfsburg empfängt den 1. FC Magdeburg und wir haben einen neuen Debütanten. Er ist Ciawinski. Ich hoffe, der spielt sich gut. Ich hoffe sowas von, dass der sich gut spielt. Ey, bitte. Ja, das ist eine super Aufnahme, wie der Typ da mitten im Weg steht. Props gehen da raus an den Kameramann, Alter. So, und damit rein in die Partie. Ciawinski hat auch gleich mal die Nummer 9 bekommen, damit er sich ein bisschen wichtiger fühlt. Und ich hoffe, wir können jetzt ein gutes Spiel zeigen, denn unser Liga-Auftakt war jetzt nicht das Gelbe vom Ei, war aber auch nicht das Schwarze vom Toast, muss man ganz ehrlich sagen. Denn wir haben ja immerhin ein Pünktchen geholt. Da wird Ciawinski vielleicht gleich mal in Szene gesetzt. Nimmt ja aber eher Ryan Sessegnon mit. Und der jetzt mit der freien Schussbahn mit dem 1-0. Der erste Schuss sitzt, 6. Minute, Magdeburg führt hier in Wolfsburg. Und Ciawinski gleich mal mit einem wichtigen Assist. Wir müssen unbedingt Punkte holen zum Anfang der Saison. Das ist uns in der letzten Saison unfassbar schwer, wie nennt sich das, gefallen. Ja, ich meine, wir sind nur 8. geworden mit einer richtig starken Mannschaft. Und Ryan Sessegnon, wo auch ein Kommentar gab, dass ich den vielleicht auch die Linksverteidigerposition ziehe, wäre ich eher nicht so dafür, weil ich möchte Çalhanoğlu auch nicht verkaufen. Da schlägt irgendwie so das Schalker Herz in mir. Okay, er ist jetzt kein Schalker von der Jugend her, aber ich meine, er ist zu Schalke gewechselt. Ciawinski mit einer starken Balleroberung. König. Genau im richtigen Moment. Es war abseits. Oh Mann. Jawohl, zieht der Spieli hat Platz. Komm, lauf mit. Warum läuft denn... Oh Mann, Ciawinski läuft nicht mit. Warum? Und jetzt verkacke ich die ganze Sache auch noch. Ich hätte doch einfach schießen müssen. Jawohl, Çalhanoğlu, jetzt setze dich mal durch. Saustark. Und jetzt ist er alleine durch. Und Çalhanoğlu mit dem 2-0 kurz vor der Pause.
Warum läuft Ziawinski nicht mit in die Spitze? Hat er irgendwie keine hohe Arbeitsrate? Muss ich mal im Entwicklungsplan gucken, weil wenn nicht, dann müssen wir die unbedingt trainieren. Kann nicht sein, dass er nicht einmal mitläuft. Oder er hat eine falsche Anweisung, das kann natürlich auch sein. Aber auf jeden Fall, Çalhanoğlu 2-0. Jetzt lauf doch mit. Ey, Mann! Aber guck mal an, was das für ein Ball ist. Und jetzt ist Ziawinski mit am Start und er macht das 3-0. Warum läuft er nicht mit? Er hat keine Lust. Er will keine Tore schießen. Aber jetzt ist er gezwungen, eins zu machen. Und es ist das 3-0. Die Wolfsburg-Defensive fällt hier komplett auseinander. Ich wollte diesen Pass einfach mal erzwingen für ihn. Aber dann spielt er ihn einfach komplett auf die andere Seite zu Sessegnon. Oh, jawohl. Komm an, Ball. Komm an. Oh, schade. Ich wollte gerade abschließen. Das ist Bakke. Abschluss und da ist tatsächlich Stojanovic doch geschlagen. 70. Minute Suarez trifft. Im Endeffekt hat Çalhanoğlu da einen richtig dicken Fehler gemacht. Musiala war es eigentlich mit dem Ballverlust, aber Çalhanoğlu zu weit rausgerückt. Und dann ist es Suarez in der Mitte und gedeckt von Kusunu. Andrade, Jones ist durch. Und Jones macht das 4-1 in der 82. Ganz einfach. Das ist die absolute Vorentscheidung. Ich denke nicht, dass die Wölfe hier noch 3 Tore schießen. Geschweige denn 4. Und Wolfsburg fällt komplett auseinander. Ich meine, Andrade gibt auf jeden Fall einen Assist. Das ist sehr stark. Ich sehe ihn auch eher auf der 10er Position, wenn dann, als auf der 10er. Ich sehe ihn auch eher auf der 6er Position. Nee, will ich überhaupt nicht sagen, Mann. Da gab es einen sehr guten Kommentar. Der ist leider nicht unter der neuesten Folge, sondern unter einer anderen. Wo wir eventuell einen 6er durch einen etwas offensiv stärkeren Achter vielleicht sogar eintauschen. Während hier auf jeden Fall erstmal noch die letzte Chance vielleicht im Spiel läuft. Es ist der Ball rüber für Jones, der macht einen Doppelpack und damit noch das 5-1. Damit endet das Spiel. Wir gewinnen die erste Partie heute also mit 5-1 in Wolfsburg. Das ist ein gutes Omen für das Bayern-Spiel und genau weil ich das jetzt gesagt habe, finde ich gleich richtig auf die Fresse. Okay, Frank Graf, 17 Jahre alt, 2,8 Millionen Marktwert. Nehmen wir mit, den gucke ich mir gleich mal an. 64er Gesamtstärke. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem Heimspiel, zum einzigen Heimspiel bei selbstgezockten Partien in der heutigen Episode. Magdeburg empfängt die Bayern. Die Bayern haben aus 3 Spielen 6 Punkte geholt, haben also tatsächlich ein Spiel schon verloren. Ich hoffe, heute kommt ein zweites dazu. Hier die Aufstellung von Magdeburg, Stojanovic im Tor. Sie ist eigentlich komplett unverändert zum Wolfsburg-Spiel. Ich lasse sie einfach mal durchlaufen. Ich hoffe, dass Ziawinski sich jetzt gegen die Bayern, die ein bisschen anders spielen werden als die Wolfsburger natürlich, hoffentlich mehr mit in der Sturmspitze mit engagieren wird. Musiala hat mir jetzt auf dem linken Flügel nicht so gut gefallen als Einwechselspieler, muss ich sagen. Hier die Aufstellung der Bayern. Müller am Tor. Davies, Longley, Kumbula und Sakko auf den Verteidigerpositionen. Mark Roca und Kimmich bin die Doppel-6. Jonathan David im Doppel... im Einzelsturm natürlich. Und Sané, Eriksen und Gnabry bilden das Dreier-Mittelfeld hinter der Sturmspitze. Wir gehen in die Partie hinein. Ich hoffe, dass wir ein gutes Spiel zeigen gegen die Münchner. Und wir sehen uns in Szene 1 wieder. Und Stojanovic hält stark gegen Jonathan David. König, Richtung Mitte. Nein, was machst du denn fein? Och Mann, ich hätte mit König weiterlaufen müssen. Oh nee, Gnabry ist durch. Ich glaube, ich muss Çalhanoğlu auswählen oder auswechseln. Jawohl, jetzt hat Zitashvili mal auf der rechten Seite ein bisschen mehr Platz. Und ich suche den Abschluss. Und ein Eigentor. Wir führen 1-0. Wir führen durch ein Eigentor. Zitashvili schießt dort, glaube ich, Kumbula an. Und macht somit das 1-0. Und ich werde wechseln. Ich muss Itta raufbringen tatsächlich. Es war Maraş, Kumbula. Kurz vor der Pause und Çalhanoğlu muss runter. Ich hoffe, Luca Itta macht das jetzt gut in der zweiten Halbzeit. Jawohl, Busquets. Jetzt mal einen Moment für Ziawinski, der ist schneller als Kumbula. Ziawinski, komm, mach es. 2-0, Magdeburg führt 2-0. Ziawinski, genau im richtigen Moment. So wünsche ich mir das. Wir haben nicht viele Chancen, aber wir nutzen sie. Busquets erobert hier wunderbar den Ball, setzt sich komplett durch mit einem Vollsprit übers Mittelfeld. Setzt den Ball für Ziawinski bereit. Und der links, beziehungsweise ja, mit links in die rechte Ecke. Heute ist ein bisschen schwierig, ich hatte einen langen Arbeitstag. Jetzt kommt der Ball mal durch. Ist jetzt die Chance mal da für die Bayern. Da ist der Weg frei. Sané, Anschlusstreffer. 71. Minute. Gut herausgespielt, dritte Saison für Leroy Sané. Ich wechsle doppelt. Jones kommt drauf für Ziawinski, der gut gespielt hat. Und Kai König geht tatsächlich auch mal runter. Für Jamal Musiala. Ich will ihn mal auf der 10er Position probieren. Pfeif ab. Pfeif einfach ab. Sehr schön.
Wir gewinnen auch das zweite Spiel mit 2:1 gegen die Bayern. Oh, ich glaube, das Eigentor, das war es am Endeffekt. Zwar schon erste Halbzeit, aber ich meine, wäre das nicht gefallen, stand es ja unentschieden am Ende. Und jetzt spielen wir gegen Tabellenplatz 1 gegen Augsburg. Damit rein in die Partie und ich hoffe, wir holen den Sieg gegen Augsburg. Und wir gewinnen 2:0, sehr schön. Sessegnon leider rot gesperrt im nächsten Spiel. Zitashvili mit einem Doppelpack. Damit rein ins letzte Spiel für heute. Es geht gegen Tabellenplatz 17 gegen Hoffenheim. Schnellsimulation, es wäre schön, wenn wir den vierten Sieg für die heutige Folge holen. Wieder ein 2:0. Yvonne Dieker und Oriol Busquets sind unsere Torschützen. Nandor Papp, 89 bis 94. Und der ist 15. Warum haben wir so eine Talente nicht von Anfang an, Mensch? Da ging es los mit Lance Eaton, wo ich dachte, der Typ wird eine Legende. Ja, bei 72 war Schluss. Wie spricht man den aus? Porbjörn? Fjellstedt? Nee, Fjellstedt? 900.000 Mark wert mit 15 Jahren nehmen wir mit. So, Leute, das soll es mit der heutigen Folge gewesen sein. In der nächsten Folge stehen natürlich wieder ein paar Partien an. Deswegen auch gerne für diese Abstimmen. Zur Auswahl stehen nämlich auswärts gegen Mainz, heim gegen Gladbach, auswärts gegen Köln, erste DFB-Pokalrunde für uns gegen Union Berlin und noch zu Hause gegen Hannover 96. Schreibt gerne euren Favoriten in die Kommentare hinein. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Schreibt zudem weitere Anmerkungen in die Kommentare, liked auf jeden Fall dieses Video und abonniert den Kanal. 200 Abonnenten unbedingt voll machen, würde mich sehr freuen. Gerne auch die Glocke aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Würde mich auch unfassbar freuen, wenn ihr das machen würdet. Schreibt zudem auch gerne weitere Transfervorschläge, vielleicht für die Wintertransferphase oder... Meine Fresse. Schreibt zudem auch gerne weitere Transfervorschläge und weitere Anmerkungen unter die Kommentare zu dieser Karriere. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Habt noch einen schönen Tag. Ciao.